Und willkommen zurück. Wieder einmal bei Penumbra mit einem Metzger und einem Stuhl, der sich schön dreht und quietscht. Ja, ich bin völlig verwirrt. Ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Ich glaube, ich komme von hier. Ja, da muss ich durch diese Tür, ne? Ja, ich muss durch die Tür. Ja, ah, schön. Dann gehe ich mal durch die Tür. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Infected. I'd skip the beat when I heard that word in association with me. Still, it seemed like just one more reason to find my father. Hearing a friendly voice hadn't hurt either. But by that point, I was pretty certain she'd turn out to be crazy. Ja, könnte sein. If we must continue to share this brain space, I think I should have a name. Strange. So rare an opportunity to select one's own nomenclature. And yet, I find myself at a loss. Any ideas, monkey? So much storage in this mind of yours. Did you realize you got an entire section in here devoted to film titles? 3,103 and a half films you've seen? You only got the first half of It's a Wonderful Life in here. How does it end? Now I'll never know. You know, Clarence, that's not a bad handle. I am something of a guardian angel. What the? Mein lieber Scholli, irgendetwas steckt in meinem Kopf. There's something blocking the door on the other side. Ah, das kennen wir doch. Kennen wir das? Das kennen wir. Das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu groß hier. I've jotted down a note just in case. The scanner won't recognize me, okay. Das ist... Ah! Das ist alles viel zu verwirrend. Das erinnert mich jetzt wieder an Teil 1 mit den Hunden. It's a map of the area. Ja. So, das habe ich mir schon gedacht. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Okay, wo geht's? 5. Das ist... Storage. Storage. Okay, Changing Room gibt's da auch. Ich gehe mal zum Armory. Ah. Warum steht die auf? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist viel Raum für Angst. Empty Storage Boxes. Das ist eine Matratze. Ganz, ganz viele Waffen erwarte ich hier. What the fuck? Ist schon wieder leer. Ah, okay. Dann mal wieder auffüllen. Hier haben wir eine... There's just something about a rusty saw that just makes me purr. Had a tetanus jab recently? Oh, halt die Schnauze, da kommt ein Turnguide. Gag. Must have been your right. Hallo? Wo kommen diese komischen Geräusche her? Warum habe ich das Gefühl, der kommt gleich...
Gedanken habe ich das Gefühl, der kommt gleich von hinten oder so. Ah, scheiße. Stopp. Ah, hallo. Ich möchte, dass du verschwindest. Oh, oh, Schatten. Fuck! Schnauze! Ich bin total unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Oh Gott. Oh Gott! Spiel, du machst mich kaputt. Wo bist du, Typ? Alter? What the fuck? Kann ich da durchgucken? Hallo, würdest du bitte abhauen? Verschwinde! What the... Oh mein Gott! Kacke! Was mache ich denn jetzt? Scheiß die Wand an! Was mache ich? Ich hab doch nichts! Das kann nicht wahr sein. Niemand! Schnauze! Hau ab! Nicht hier in die Ecke gehen, dankeschön. Ich möchte, dass du weggehst. Junger Freund der Sonne. Warum? Geht er nicht? Ich bin verwirrt. Was soll ich denn jetzt tun hier? Was habe ich vorhin gerade eingesammelt? Die Säge. Rusty with worn edges. Aber was soll ich denn jetzt hier sägen? Und vor allen Dingen wo? Ich weiß es doch nicht. Ich bin gerade völlig überfordert. Something isn't right. Oh crap! Hau ab! Scheiße! Oh fuck! Stop it! Stop it. Stop following. Und wo bin ich jetzt überhaupt, verdammt? Oh, scheiße, gibt's hier Schilder? Infirmary. Ach ja, toll. Gibt's da irgendwie irgendwas? Nee, da möchte ich nicht durch. Ich möchte nicht diese... halboffene Türen sind in Ordnung. Glaube ich. Wo bin ich jetzt? Noch eine halb offene Tür. Hallo? Was ist das? Das ist ein St-
Steine. Okay. Was ist das? Strange Artifact. Okay. Ist übrigens falsch geschrieben. Ich glaube auf Englisch. Im Englischen schreibt man das nicht Artefakt, sondern Artifakt. Ja, nur mal so am Rande. Na, komm. Bam! A motivational document outlining the history of this organization. Aha. Aber erst öffnen wir ein paar... Spinte. Spinte. Und wir finden ganz wundervolle Dinge wie Batterien. Und noch anderes? Nein. Dann wird es wieder Zeit zu lesen. Wie viele Seiten haben wir denn? Zwei? Nein, eine. Archaic History. An illustrious past, an exciting future. The Archaic. A history spanning centuries. As a member of the Archaic, As a member of the Archaic, you are a part of an organization vital to the protection of the human species. If you are not a member of the Archaic, please turn yourself into the nearest community support officer. The Archaic, as we now know it, was founded in 1519 by Francesco Mezzi, or Melzi, a Milanese noble. The foundation of the movement, assumed erroneously by some to be a sect, was the private work of Leonardo di Ser Piero da Vinci, revealed to his most trusted student. Melzi, on his deathbed, many rumors circulated at the time pertaining towards a sexual relationship between the two, and this was an explanation for their secrecy they were quite happy to embrace. Much is held to be known of Da Vinci's engineering work, though in truth the few sketches and notes in the public domain only begin to touch on the depth of this knowledge. For instance, it is often said of his designs for flying machines that they were entirely impractical. We realize now that they are only impractical when limited by human production materials. The Archaic remained unnamed for centuries. Melzi and his successors understood the power of a name to identify and tie down its owner, and even today Archaic remains an unofficial and internal term. As we enter the 21st century, the Archaic performs much the same role as it always has, to locate, understand, and protect xeno evidence and life forms, albeit on a far greater scale. Today our movement is served by over 30,000 devoted members at 203 installations worldwide. Okay, The Archaic. Eine merkwürdige Organisation, möchte ich jetzt mal behaupten. Initiiert von einem Kumpel oder nächsten Mitarbeiter Leonardo da Vincis, den wir aus Assassin's Creed 2 kennen. Unter Umständen auch woanders her, war ja auch nicht gerade sehr unbekannt, der Mann. Storage.